Naturschützen durch Nützen. Finde ich sehr interessant und mich würde es einfach auch noch interessieren, was Sie so für eine Art der Landwirtschaft betreiben und inwiefern Sie das Motto eigentlich auch umsetzen. Wenn wir die Wiesen bewirtschaften, also mähen und ernten, nur dann haben wir diese Vielfalt. Jeder Landwirt macht seine Bewirtschaftung etwas anders. Und das ist dann so weit gereift, dass wir im Jahr 2010 bis 2012 einen Managementplan erstellt haben, die Beschreibung und die Lösung und die Zielsetzung für dieses Gebiet. Zu diesem Managementplan haben wir eine Interessengemeinschaft gegründet, ein Zusammenschluss vieler Landwirte aus den drei Landkreisen, die sich immer aktiv da mit beteiligt haben. Diese Pflanze, die ich da in der Hand habe, dieser Wiesenknopf, sehr wichtig für den Wiesenknopf, Ameisenbläuling, ist ein Schmetterling. Der braucht diese Pflanze. Er legt seine Eier in diese Blütenstände und wenn die dann vertrocknet sind, dann fallen die ab und die Ameisen, die tragen die dann in ihren Bau und dort raus schlüpft dann im nächsten Jahr der neue Schmetterling. In der Natur ist es immer so, dass vieles miteinander zusammen funktionieren muss. So ist es halt jetzt da mit der Pflanze, dem Wiesenknopf und dem Schmetterling. Inwieweit bekommen Sie so Unterstützung von der ganzen Gesellschaft draußen bzw. von Ihrer Gemeinde? Finanzielle Förderung gibt es ja über das KULAB und Vertragsnaturschutzprogramm. Mhm. Natürlich haben unsere Gemeinden immer offenes Ohr für Sachen, die man mal ausprobieren will. Ich war 2012 auch bei der Gründung mit dabei und habe es damals auch schon betont, es ist wichtig, dass jeder seine Forderungen zu dem allgemeinen Bedürfnis, den Naturschutz, den Artenschutz, die Vielfalt zu erhalten, dazu beiträgt. Und da muss man miteinander reden und miteinander das Ganze in Aktionen umzusetzen. Die Pflege in der Landschaft würde ohne die Landwirtschaft nicht funktionieren. Es geht nur mit der Landwirtschaft. Und die Pflege kann aber nicht so sein, dass es alles schön sauber ist. Es muss die Vielfalt erhalten bleiben. Naturschutz und Landwirtschaft, die bedienen sich gegenseitig. Aber der Naturschutz muss der Landwirtschaft auch die Freiräume lassen, um auf diese klimatischen Verhältnisse oder auf witterungsbedingte Verhältnisse reagieren zu können. Als Gemeinde ist es wichtig, dass wir diese Vielfalt damit auch fördern und unterhalten. Die Gemeinde bin nicht ich, sind die Bürger, die jetzt hier stehen, die sich in der Landwirtschaft einbringen und das Ganze mit tolerieren, wie wir es draußen auch als Gemeinde, sagen wir, als Verwaltung umsetzen.